Hallo Leute, hier ist wieder Jan aka Papa Keks und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um Linux gehen, genauer gesagt um KDE Plasma. Falls ihr nicht wisst, was das ist einfach eine, in meinen Augen, grandiose Desktop-Oberfläche. Und vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht, ich liebe KDE. Das Problem war nur, ich konnte es lange Zeit nicht benutzen, weil immer wenn ich versucht habe, die proprietären Nvidia-Treiber zu installieren, dann ist die Oberfläche komplett kaputt gegangen. Das Scaling war komplett daneben. Ich blende euch da auch mal ein Bild ein, dann seht ihr das. Und es ließ sich einfach nicht bedienen. So, der Grund, warum ihr jetzt dieses Video seht, ist, nach Monaten der Recherche habe ich nun endlich einen Weg gefunden, die aktuellsten Videotreiber hier drauf zum Laufen zu kriegen und es nicht broken aussieht. Und zwar wie, das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr dafür einfach in eure Systemeinstellungen unter Schriftarten und dann setzt ihr einfach hier diese Checkbox für DPI für Schriften erzwingen, die aktiviert ihr und dann tragt ihr hier irgendeinen beliebigen Wert ein, in meinem Fall jetzt 96 für Full HD oder ihr könnt da gerne eintragen, was ihr wollt, wenn ihr einen höher aufgelösten Monitor habt. Und das war's im Prinzip. Damit ist diese Oberfläche komplett wunderschön, so wie sie sein soll, so wie sie jetzt auch ist. Wenn ihr allerdings auch noch euren Lockscreen, also das, wo ihr euch anmeldet oder was dann nach 10 Minuten erscheint, wenn ihr nicht am Rechner seid, wenn ihr das auch noch funktionierend haben wollt, öffnen wir einfach unser Dateibrowser Dolphin, gehen in den Basisordner User, Share, drücken einmal die S-Taste, um hier SDDM zu finden. Auf Skript, ja, KDE Connect ist super, dankeschön Instagram. KDE Connect könnt ihr halt Dateien zwischen einem Mobiltelefon und dem Rechner hin und her schicken und kriegt auch Benachrichtigungen da drauf. Ist meistens sehr praktisch, jetzt für ein Video natürlich eher nicht so, aber weil zum Glück bei Instagram. Gut, dann hier auf X-Setup und das öffnen wir und dann müsst ihr einfach nur diese Zeile hier einfügen. X-Render -DPI und 96, also quasi das gleiche, was auch hier steht. Also das macht der Befehl, nichts anderes. Das fügt ihr ein, speichert das, müsst ihr eventuell genau hier noch euer Passwort eingeben. Weil das halt Administratorrechner braucht. Dann schließen wir das und das war's auch schon. Dann können wir einfach in unseren Systemeinstellungen mit der Treiberverwaltung die entsprechenden Treiber installieren. Nicht wundern, dass jetzt bei mir so viele auftauchen, weil ich habe einfach das Nvidia PPA hinzugefügt. Und dann einmal neu starten und schon sollte es funktionieren. Ja, das ist alles, was man machen muss, um diesen wunderschönen Desktop auf seinem Rechner laufen zu lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr auch Probleme damit habt und falls dieser Trick euch geholfen hat, würde mich wirklich sehr interessieren, falls auch andere so dran verzweifelt sind wie ich. Teilt das Video gerne an Leute, die gerne mal Kubuntu oder KDE Neon ausprobieren wollen. Und eventuell auch eine Nvidia-Grafikkarte haben und damit Probleme haben könnten. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zugesehen haben. Bis zum nächsten Mal und grüßt die Sonne von mir.